Hallöchen und ein schnurzliches Willkommen zu 7 Days to Die. Nur leider diesmal alleine. Heute mal oder diesmal keine Dragomir und keine Salome, weil die nicht so wirklich Bock haben auf das Game. Es kam jetzt zwar hier die Alpha 21 raus, es sind viele neue Sachen mit dabei scheinbar. Die alten Spielstände funktionieren alle nicht mehr. Aber dennoch besteht bei den beiden Mädels keine Lust. Bei mir ist Minecraft jetzt zu Ende und Mass Effect ist zu Ende. Und da dachte ich mir, warum nicht? Mache ich halt mal eine Solo-Runde und guck mal, was es so Neues gibt. Ich habe auch schon ewig nicht mehr gespielt. Ich musste das Game sogar neu installieren. Deswegen, ich habe erstmal gar nicht mitgekriegt, dass es ein neues Update gab, weil es einfach nicht installiert war. Und in der Hinsicht war ich dann doch ganz überrascht. Und deswegen würde ich sagen, wir gehen gleich rein. Ihr kennt das alles ja schon. Einfach 19. Wir gucken mal, was wir hier nehmen. Was Größeres. Die anderen können wir leider alle nicht mehr spielen, weil... Achso, die Welt existiert schon. Das geht nicht, weil die Version nicht mehr passt. Das geht auch alles nicht mehr, weil die Version nicht mehr passt. Das heißt, wir werden... das Größte gönne ich mir vielleicht nicht unbedingt. Wir gönnen uns einfach mal hier das 8K. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass wenn wir irgendwann mal wieder Bock haben, dass wir... die 10K-Map dann nutzen werden. Und ich würde sagen, dementsprechend machen wir das hier. So. Nordamerika ist klar. Ozeanien, Afrika, Osten, Asien, Russland, Europa. Nur Freunde, 8 Spieler. Passwort. Für den Fall, dass die Mädels doch mal dazukommen möchten... Einstellung Schwierigkeitsgrad. Nomade, Krieger, Überlebenskünstler, Abenteurer. 24 Stunden, Dauer des Tageslichts, ja. Blutmondhäufigkeit, alle 7 Tage, das setze ich erstmal ein bisschen weiter hoch. Man kann das ja Gott sei Dank jederzeit wieder umstellen. Blutmonddauer, wie immer, Blutmondwarnung, 8. Gehen, sprinten. Ach, das ist auch alles wieder zurückgesetzt. Albtraum, oh Gott. Nee. Wir machen natürlich alles hier auf easy. Wildes Zombie-Gespür heißt was genau? Verbessert die Fähigkeit der Zombies, sich zu hören oder zu sehen. Achso, bleibende Profile an. Multiplikator gehen wir auch ein bisschen höher. Blockschaden. Zeit bis zum Wiedererscheinen. Zeit bis zum Zurücksetzen des Blocks. Fallen lassen bei Tod. Nix. Ne, das ist das, was ich sowieso auf jeden Fall immer mache. Fallen lassen bei Verlassen des Spiels. Erscheinen der Gegner, Abwurf aus der Luft. Kreativer Modus, Abwürfe auf der Luft markieren. Ja, das haben wir auch. Mehr Spieler. Spieler töten, nur Fremde töten. Ah, das heißt, jene, die nicht in meiner Gruppe sind. Jeden töten. Fremde, nur Verbündete, kein Töten. Größe des gesicherten Gebiets. Das ist ja für unser Solo-Let's Play egal. Verfall... Modifikationen für den Fall, dass die Guten mal mitspielen möchten. Gut, so, ich würde sagen, wir gehen rein. Ich bin gespannt, was es alles Neues gibt und wir sehen uns gleich. Ich habe übrigens ein bisschen an dem Standmikro rumgepopelt und habe diesen Popschutz mal nach hinten gedreht. Ich weiß nicht, ob meine Stimme jetzt besser zu hören ist. Das Mikro ist jetzt ein bisschen weiter weg. Ich weiß nicht, ob man mich hört, ob man mich zu laut hört oder zu leise. Das kann ich nicht sagen. Ich schaue mir das nach der ersten Folge einfach mal an. Wie immer bin ich aktuell bei 20 Minuten, weil ich noch sehr viel zu tun habe, sehr viel um die Ohren habe und ja auch mittlerweile Teilzeit ein bisschen arbeiten gehe. Und da ist ganz oft nicht viel Zeit, deswegen habe ich es leider auch nicht geschafft, letzte Woche für diese Woche auf... vorletzte Woche für letzte Woche aufzunehmen. Da war ja leider Gottes nichts. Das tut mir auch sehr leid, aber es war so viel los, ich kam leider nicht dazu aufzunehmen. Ich hatte ständig was zu tun. Ich kam ständig sehr spät erst abends nach Hause. Und dann mitten in der Nacht noch aufnehmen, wenn du am nächsten Tag wieder arbeiten musst, ist blöd. Ja, und dann stand jetzt, also heute, wo ich aufnehme, stand heute die Entrümpelung meiner alten Wohnung an.
für den Sperrmüll. Da kam ich um 2 Uhr irgendwann erst nach Hause. Ich hatte da heute frei dafür und habe dann erstmal was gegessen, musste dann erstmal mich ein bisschen ausruhen. Es war ja sehr anstrengend. Ich habe mitgeschleppt, also wir hatten die fleißigen Bienchen. Ganz liebe Grüße an der Stelle an die Guten. Hatten wir als Helfer mit dabei, die halt die schweren Möbel und Geräte runtergetragen haben. Und jetzt ist mittlerweile der Keller komplett ausgeräumt und gefegt. Der Speicher ist gefegt und ausgeräumt. Die Wohnung ist bis auf den großen Spiegel, den wir noch aufheben wollen, und einer kleinen Lampe, die übersehen wurde, ist auch komplett alles leer und gefegt. Jetzt hoffen wir halt, dass morgen alles abgeholt wird und auch wirklich abgeholt wird, dass nichts zurückbleibt. Mit meiner Betreuerin gehe ich am Donnerstag dann hin und schaue mir das an, ob alles abgeholt wurde und etwaige Reste dann selber noch zu entsorgen. Aber soweit ist die Wohnung jetzt fertig geräumt. Jetzt muss es nur noch abgeholt werden und dann kann die Übergabe stattfinden. Und ich hoffe, es ist alles zur Zufriedenheit, dass ich diese Mistwohnung endlich vom Hals habe. Ich hoffe es so sehr. Es wäre so schön, endlich ein bisschen Ruhe. Dann brauche ich nämlich da nie wieder hinfahren. Dann habe ich das weg. Dann muss ich da mich nicht mehr drum kümmern. Und dann habe ich da meine Ruhe. Und es wäre schön. Es wäre so schön, wenn ich das abhaken könnte. Da kommt dann, das wird dann der Tag, an dem die Schlüsselübergabe stattfindet und alles okay ist, wird mein neuer Feiertag, dass ich nie wieder da in diese Wohnung muss. Das wird definitiv mein persönlicher Feiertag. So, na, was ist los, Spiel? Na gut, er lädt sie zum ersten Mal, ne? Könnte ein bisschen dauern, das tut mir leid. Ich hoffe, dass die jetzt nicht die erste Folge nur pur am Laden ist. Das wäre sehr ungeil. Na komm, Kind. Ich hätte die vielleicht erst erstellen sollen und so wäre vielleicht besser gewesen. Aber naja. Das wird schon, glaube ich. Ah, ich bin da. Juhu. Guten Tag. So, das 1x1 des Überlebens. Das Ödland kann erbarmungslos sein. Ich habe dich nackt und ohne Vorräte dem Tod überlassen gefunden. Es scheint, dass du den Duke verärgert und Hilfe gebrauchen könntest. Anbei findest du eine kurze Anleitung, die dir beim Überleben helfen sollte. Wenn du sie abschließt, nehmen wir vielleicht einen neuen Bürger in unsere Ränge auf. Die Siedlung von White River, es gibt sie wirklich und sie ist sicher. Friede sei mit dir, mein Freund Noah. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal gelesen haben, ob wir das mit Salome schon mal hatten oder ob das mittlerweile was anderes ist. Ich lese es halt einfach mal vor. Das 1x1 des Überlebens ist deine aktive Quest. Der Status der Quest wird im Zieltracker oben rechts auf dem Bildschirm angezeigt. Öffne von deinem Inventar aus das Questmenü, um mehr Informationen zu Quests zu finden, sage ich jetzt einfach mal. So, fertige einen Schlafsack. Oh, wir sind sogar in der Nähe von einem Haus. Juhu, es ruckelt auch nicht. Also mein PC packt's auch noch. Der ist ja auch schon so, der hat ja auch schon so sein Alter. Das Ding sieht ein bisschen anders aus mittlerweile. Der Gebietsschutzblock. Ich habe noch meine Fahrhackel. Da haben wir ein Auto. Oh, ist das lange her. Ich habe schon so lange nicht mehr gespielt. Ups, nee, hier. Fertig einen Schlafsack. Pflanzenfasern sammeln. Ich weiß, mein erster Impuls ist, ich will da rein. Mein zweiter Impuls ist, du musst die Quest aber fertig machen. Drücke Tab-Taste, um das Fertigungsmenü zu öffnen. Wähle Schlafsack, drücke W oder Fertigen, um den Prozess zu starten. Jetzt kriegt man auch ein etwas detaillierteres Tutorial, habe ich so das Gefühl. So, Schlafsack und Fertigen. Das hat auch, glaube ich, ein neues Ding. Ziehe den Schlafsack auf ein... Ja, der Schlafsack sieht aber immer noch so aus wie früher. So, einmal Holz und einen kleinen Stein. Da haben wir Holz. Und einen Campingstuhl. Nochmal Holz. Und einen Stein. Schatein, Schatein. Ein Nest. Nein, jetzt gehen die Nester direkt kaputt, wenn man sie gesammelt hat.
Jetzt bleiben, die bleiben nicht mehr und füllen sich nach einer Weile wieder. Das ist ja auch assi. Das ist ja gemein. Ja, die gehen kaputt, wenn man sie gesammelt hat jetzt. Ach Mensch, jetzt hat man keinen unendlichen Eiervorrat mehr. Das ist ja auch blöd. Als ob das am Anfang nicht schon schwer genug ist, da so ein bisschen überleben zu können. Ich hoffe, da spawnen wieder welche, weil das wäre doch blöd, wenn da jetzt gar nichts mehr kommt. So, ja, genau. Schmeiß die Axt erstmal weg. Schmeiß die Axt weg. So. Öffne und fertige eine Pflanzenfaserhose. Die immer noch genauso hässlich aussieht wie vorher. Anziehen. Drücke um das Inventar. Drücke Ausrüsten der Steinaxt. Drücke um Holz von Bäumen zu ernten. Das machen wir auch. So, fertige einen Knüppel. Das ist also auch immer noch dasselbe. Das kann man eigentlich wegwerfen. Den brauchen wir eigentlich auch nicht. Was soll ich mit dem Gebietsschutzblock? Hier. Einen Knüppel. Oh, der Knüppel sieht, glaube ich, aber anders aus. So, wir brauchen nochmal Holz. Und noch einen Stein. Für Pfeil und Bogen. Für Pfeil und Bogen. Also, Bogen. Und einen Pfeil. Betonung auf einen Pfeil, weißt du? So, baue eine Basis. Wir brauchen erneut Holz. Und einen Baublock. Ach, jetzt heißen die Baublöcke. Jetzt heißen es wieder anders. Die können sich auch nicht entscheiden. So, platziere den Block. So, wähle die Axt. Und aufwerten. Danke. So, kleiner Stein. Jetzt müssen wir ein Lagerfeuer machen. So. Ein Lagerfeuer. Ziehe das Lagerfeuer. Macht nicht so ein Krach, Kines. Ziehe das Lagerfeuer. Oh, das Lagerfeuer sieht auch anders aus hier als Icon. Und einmal platzieren. Und das Lagerfeuer hier sieht, glaube ich, auch anders aus. Gute Arbeit, Überlebender. Du hast bewiesen, dass eine ganze Menge Potenzial in dir schlummert. Wir haben den nächstgelegenen Außenposten von White River auf deiner Karte markiert. Dort wirst du einen Händler finden, bei dem du Waren kaufen und verkaufen und Geschichten mit einem unserer friedlichen Bürger austauschen kannst. Willkommen an Bord. Ich bin mal gespannt, ob da jetzt wirklich neue Leute sind. Oder ob das wieder nur einfach der Händler ist. So, ich werde jetzt aber hier mal alles kaputt schlagen, weil ich möchte nichts von uns in der friedlichen Natur hinterlassen, das nicht hier hingehört. Muss nicht sein. Oh, das sieht jetzt auch anders aus, ne? Cool. Es tut mir leid, liebes Lagerfeuer. Nur meinen Schlafsack nehme ich mit. Den würde ich ganz gerne mitnehmen. So. Ein kaputtes Auto. Hier ruckelt's kurz. Oh, die Autos sehen auch anders aus. Übrigens. Oh, 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 oh. Na Mensch. Ich hätte gerne... Na Mensch. Da kommen Kumpels. Hi, Kumpels. Hi, Kumpels. Na, raus. Geh rückwärts. Schatirp. Au. Das war mein Fuß, du Sack. Ja. Oh, danke. Ich, ja, super. Das fängt gut an. Ich blute, ich bin infiziert. Ich habe das Knie gestoßen. Juhu. Das ist prima. Oh, warte mal, funktioniert das nicht? Ja, jetzt war eh für den Arsch, ne? Aber gut. Zumindest hört es auf zu bluten. Das war ja ganz prima. Da haben wir Trink. Oh, das Wasser gibt es also doch noch.
Ich habe nur Angst, dass irgendwas hinter mir aus irgendwas rauskommt. Also das Wasser gibt es noch. Weil es ja mal hieß, dass es ein neues Trinksystem geben soll. Und man dann Wasser irgendwie filtern soll oder so. Und ja, da habe ich und es hieß, glaube ich mal, wenn ich mich richtig erinnere, wenn man, dass man kein schmutziges Wasser mehr findet, weil es halt jetzt dieses neue System gibt, aber scheinbar doch. Aber scheinbar gibt es das alte Schmuddelwasser doch noch. Und die Wände sehen auch anders aus, ne? Also nicht alle, aber so ein paar. Interessant. Gefällt mir. Oh, eine Mülltonne, die man nicht mehr looten kann. Das ist auch offen. Gut, hier unten sind wir durch. Klamotten. Klamottjes. Wie sehen denn die Charaktere inzwischen aus? Sehen die anders da aus? Nee, die sind immer noch genauso hässlich wie vorher. Da. Zieh dich mal an, Junge. Ist übrigens immer noch Winnie. Aber ich finde es cool, dass da jetzt auch so ein bisschen die Türen kaputt, richtig kaputt aussehen und nicht nur so ein bisschen. Das finde ich gut. So, hier. Benutzen. Haha, hallo. Keiner da. Habe ich nichts gegen. Oh, Medizinschrank. Ich könnte Antibiotika schon gebrauchen. Ich spiele noch nicht mal 10 Minuten, weißt du? Noch nicht mal 10 Minuten am Spielen. Und schon brauche ich Antibiotika. Ist irgendwie traurig. Oh, Essen. Alles mit. Alles mich. Ein bisschen Kohle. Mais. Ein Buch. Ein Knochen. Ja klar, im Küchenschrank liegt ein Knochen. Da hat wohl jemand seine Hähnchen nicht aufgegessen. Boah, bin ich gerade erschrocken. Mach sowas nicht. Da haben wir alles dicht. Da haben wir alles weg. Guck mal, also es gibt neue Bilder. Eine Gans. Es gibt ganz tolle neue Bilder. Hallo. Sieh mal da. Nö, okay. Ist mir auch lieber. Ach komm, nicht schon wieder. Dein Ernst? Huch, der lebt ja noch. Okay, ich glaube, ich werde die ersten Minuten nicht wirklich überleben, weil ich ständig irgendwie am Bluten bin. Das wird wahrscheinlich sowieso nicht funktionieren. Guck mal, Alter, nur noch 31 Leben infiziert und zweimal am Bluten gewesen. Weißt du, die bumsen mich einmal an und ich blute direkt. Ich hasse den Anfang. Ich hasse dieses Spiel. Ich will nicht mehr. Komm schon. Beaverbox, Alter. Komm, 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 komm. Jawohl. Dankeschön. Sehr gut. Ich habe einen Dolch. Und ich bin... Ach ja, genau. Warte. Ich habe ja schon 4 Punkte. Wo waren das? Packesel hier. Genau. Gib mir das. Ein Punkt noch. Oh, aber das ist dringend. Ich will Punkte haben. Ich brauche nämlich dringend Platz. Gegrillter Mais und gebackene Kartoffel freigeschaltet. Nice. So, hier haben wir den Dolch. Das kann ich direkt zerlegen. Den Scheiß brauche ich eh nicht. Das ist Vollautomatik.
Stahlhammerteile brauche ich auch nicht. Ach, guck mal, da haben wir eine Brille. Die ziehen wir an. Da haben wir auch wieder Platz. Ja, ansonsten sieht es hier nicht aus, als wäre hier viel. Ich könnte noch einen Badezimmerschrank mit Medizin gebrauchen. Bürostühle. Oh, kann es sein, dass man die Abfalleimer jetzt gar nicht mehr looten kann? Yeah. Noch mehr Klamotten. Ein Hut. Mein Hut, der hat drei Ecken. Drei Ecken hat mein Hut. Und hätte... Huch. Ach, ich habe wieder das Klo gelootet. Und hätte er nicht drei Ecken, dann wäre er nicht mein Hut. So. Fertig. Hier ist schon nichts mehr. Schade. Ich dachte, hier gibt es noch was Gutes. Aber offensichtlich... Ist das nur so eine ganz kleine Mini-Putze gewesen? Aber gut, was soll's. Was soll's? Machte nix. Wir müssen eh weg. Einfach nur weg. So, wir laufen jetzt noch zum Händler und dann lassen wir es für die erste Folge gut sein. Ich kontrolliere die erste Folge und schaue mir an, wie laut sie ist, ob sie angenehm zu sehen und zu hören ist, ob ich angenehm zu... Ja gut, zu sehen jetzt nicht, aber zu hören vielleicht. Und ja... Bin ich dann mal gespannt. So, da unten haben wir auch schon eine Stadt. Das ist sehr gut. Viel zum Looten. Da gucken wir dann, dass wir uns entweder wieder eine schöne Butze bauen oder wir ziehen einfach irgendwo ein. Ich weiß es noch nicht. Für gewöhnlich... Hallo Huhn! Für gewöhnlich zwiebel ich mir ja selber ganz gerne eine Butze. Das Problem ist nur, ich bin halt jetzt alleine. Und im Let's Play. Und ich möchte nicht unbedingt irgendwie die ersten 10 Stunden damit verbringen, umzugraben und mir eine neue Bude zu bauen. Und hier gibt es, glaube ich, auch neue Sachen. Oh, ist er das? Ist das schon unser... Ja, das sieht ganz so aus. Oh, guck mal, die haben sogar eine Kirche drin. Oh, hi, schnell rein. Das sieht sogar neu aus hier. Hey, Schnucki, willst du auch rein? Ja, dann halt nicht. Guck mal, hier ist sogar eine Kirche drin. Geil. Voll cool. Ei, Ambulanz. Geil, ein Auto. Ein Ambulanzauto. In Lückkirche. Okay. Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zugucken. Ich hoffe, euch macht das Spaß. Und ich hoffe, ihr freut euch, dass es mal wieder 7 Days to Die gibt. Wenn auch nicht zu dritt, sondern nur alleine. Vielleicht kommen die anderen zweimal zu Gast. Das wäre schön, so gelegentlich mal vielleicht. Und ansonsten danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, ne? Also tschüss.